Jo Leute, willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. Ja, und es ist viel passiert. Pokémon fangen war ich noch nicht, das werde ich jetzt demnächst erst machen. Ich war aber, wie ich gesagt habe, Gyarados trainieren und habe jetzt noch die Team-Pokémon dabei. Gyarados auf Level 40 kann jetzt Hydro-Pumpe, Biss, Surfer und Drachenwut. Es wollte zwischenzeitlich noch Windhose lernen. Dann Raichu ist geblieben, 42. Sunny Bunny aka Coco Wilds Level 42 und Glurak Level 45. Ja, und in diesem Part werden wir die Sylph Corporation machen, die ich ja eigentlich schon im letzten Part anfangen wollte. Und ja, die machen wir jetzt in diesem Part. Und ja, los geht es. Erstmal müssen wir hinfahren mit unserem krassen Mountainbike. Sylph. Hier können wir wenigstens rennen, wenigstens. So, wir nehmen nicht Aufzug, wir sind wie so faule Leute, wir nehmen ganz brav die Treppe. Ja, wir lassen Gyarados erstmal vorne, würde ich sagen. Da haben wir auch schon den ersten Trainer. Hey, Bike, was machst du hier? Ja, euch mal wieder aufhalten, so sieht's aus. So, erstmal kommt ein Golbat. Oh, der hat 5 Pokémon, der Wichser. Gyarados, los! So, wir werden es erstmal mit einer Drachenwut in Zaum halten. Oh ne, die Superschall, du Dreckspenner, du. Los, Gyarados, halt durch. Mach es kaputt. Na, nicht, du sollst nicht dich kaputt machen, du sollst den kaputt machen. Ist verwirrt. Hat sich geschlagen. Ach ja, einkaufen war ich auch wieder. Ich könnte gleich mal ganz kurz in meinen Beutel reingucken. Boah, Gyarados. Jetzt aber Drachenwut und töte es. Genauso ungefähr. 900 Punkte für Gyarados. Komm, lass mal Raichu ran. Los, Raichu. Mein Donnerblitz dürfte eigentlich diese dagegen Zubat auch im Zaum halten. Donnerblitz. Ist sogar auch sehr effektiv, von daher passt das. So, wieder 300 Punkte. Wieder ein Zubat. Ich glaube, seinen größten Trumpf mit Golbat hat er schon ausgespielt. Wieder ein Donnerblitz hinterher. Donner wäre blöd bei so einem Vieh. Bei so einem mickrigen Etwas. Wieder knapp 3 Punkte. Radikal, da sind wir jetzt schon auf einem anderen Kaliber. Oder eigentlich nicht wirklich, das ist ein Normal-Pokémon. Donnerblitz dürfte eigentlich allein schon durch den Levelunterschied reichen. Ja, hat gereicht. So, wieder ein Zubat. Jetzt sitzt aber langsam doof hier. Und wieder ein Donnerblitz. Wie man es ja schon von Raichu gewohnt ist mittlerweile. So, und damit ist der erste Trainer in dieser Sylph Corporation tot. Tot. Ich bin ein Versager. Na, das ist wohl wahr. Wir gucken mal hier lang. Hier war das ja mit den ganzen. Oh, warte mal, geh mal. Guck mal weg. Guck mal weg. Wir kämpfen gleich gegen dich, aber guck mal erstmal weg. Oh, du Drecks hast ihn genau umgedreht, ey. Ey, du hast hier nichts verloren. Ja, wenn du dich genau dahin stellst, wenn ich gerade durch will, du Drecksack. Jetzt den Kampf mit mir sparen können. Oh, Tragosso. Ah. Na, ich denke mal, ein Surfer wird reichen, um es zu ertränken. Probieren wir es aus. Surf. Oh, war sehr effektiv. Okay, dann ist er auf jeden Fall tot. Schön, das ist Boden. Wieder ein Zubat. Boah, dann gehst du mir auf den Sack mit dem Scheiß. Hier, Zubat, geh ertrinken. Geh ertrinken simulieren. Was heißt simulieren? Du wirst ertrinken. Das ist hart. Verloren. Ja, das ganze Leben ist hart, mein kleiner Freund. Du konnte man. Oh. Da ist der erste, den man heilt. Okay. Der erste Dingensbummens. Ich gucke mich da mal hier ein bisschen um, bevor ich irgendwas. Nehmen wir mal den hier. Okay. Mal ein bisschen umgucken hier. Wo könnte man auch hier heilen? Ah, jetzt sind wir bei dem Pokéball.
Eisen. Oh, können wir schon verkaufen gehen, die Scheiße, ey. Guck mal ein bisschen umgucken hier. Ah, komm, wir machen die Trainer platt, aber jetzt machen wir mal Kokowai nach vorne. Denke ich mal, weil den werden wir Zukunft oft brauchen. Endstation, bis hierher und nicht weiter. Okay, 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 ist ja gut. Gegen Kokowai haben die sowieso keine Chance. Los, Halibani, mach sie kaputt! Ha! Psychokinese! Down, Bitch, würde ich sagen. Arrbock! 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 Könnt ihr es auch so gut wie ich? Arrbock! So. Psychokinese! Und das ist sehr effektiv und das ist auf jeden Fall tot. David hat sich Arrbock auch erstmal verabschiedet. Kommt noch ein Smogger und jetzt lassen wir mal irgendwie anders ran. Los, Glurak, du hast auch noch nichts getan. Los, Glurak! Boah, ist ja auch schon auf dem besten Weg zu Level 46. Los, Schlitzer! Zack! Warte, du stirbst? Alter. Das hätte ich jetzt aber nicht, dass er bei dem Schlitzer noch nicht mal stirbt. Jetzt aber Schlitzer! Tot. Golbert, okay, das wird jetzt aber erstmal falsch für Raichu. Und komm, wir sind gleich mal ganz hart, wir setzen jetzt Donner ein. Wir sind jetzt mal richtig harte. Pass mal auf, Golbert. Ach, sie kennt die Attacke? Oh, er kennt. Okay, wisst ihr was? Ich werde jetzt Raichu gleich Regentanz geben. Wegen Donner. Damit Donner. Weil wenn Regentanz eingesetzt wird, dann trifft Donner nämlich immer. Müsst ihr wissen. Und ja, das ist doch eigentlich ganz gut zu gebrauchen. Damit verstärke ich zwar auf Wasserattacken, aber das ist doch nicht das Problem. Mist, der Mut hat mich verlassen. Damit würde ich sagen, machen wir den Ruckzuck-Keep weg. Wir gucken jetzt mal nach. VMTM-Box. Wir haben ja schon einiges an TMs bekommen. Wir geben jetzt Raichu Regentanz. Ruckzuck-Keep. Und lernt Regentanz. So. Da ja Raichu unser als Team-Pokémon erhalten bleibt, sage ich jetzt mal, kann ich ihm das ruhig beibringen. Jetzt brauche ich mal Gegengift. Ach, hier haben wir noch mal welche. Glurak. So, aber Garados, wenn er nach vorne. Ich möchte Garados noch ein bisschen auf das Level bringen, wo die anderen sind. Oh, die Musik ist ja grässlich, ey. Oh, er versteckt sich noch hinter dem Baum, der ist am Pinkeln. Der Boss von Team Rocket ist unheimlich grausam. Für ihn sind Pokémon schlicht im Mittel zum Zweck. Was wird geschehen, wenn dieser Tyrann unsere Firma übernimmt? Der pinkelt da in den Baum rein. Komm, machen wir mal kalt. Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Ihr seht alle gleich aus. Wobei soll ich wissen, wer von euch Brüder ist? Oder verbrüdert mit dem anderen ist? Smogsmog, den verpassigen Hydro-Pumpe. Obwohl, ne, reicht ein Surfer? Ja, ne, komm, wir gehen gleich mit der Hydro-Pumpe drauf. Oder auch nicht, wir gehen nicht mit Hydro-Pumpe drauf. Wir kriegen mal eine Rauchwolke ab, dann treffen wir erst recht selten. Okay, dann setze ich Surfer ein. Wenn wir sowieso schon so nicht treffen. Vielleicht reicht es ja, um ihn auszuschalten. Na, nicht ganz gereicht, schade. Oh so, okay, dann soll ich noch ein Biss ein, dann machst du das. 1000 Punkte für Dings, nice. Für Garados. Smogsmog. Surfer. Und ertrunken. Golbert, du wirst jetzt sterben. Ja, und tot. Nein, doch nicht. Aber Silberschall trifft nicht. Blitzattacke und tot. Und damit dürfte er eigentlich gerade auf Level 41 kommen. Nice. Ups, Brüder, ich habe versagt.
Ah, wie immer eigentlich. Ist ja nichts Neues. Gut, das gehen wir doch erstmal runter, weil wir erstmal Dingens und Bummens müssen. Gehen wir weg da. Ich möchte erstmal. Boah. Wo ist die Treppe? Da ist die Treppe. Neue Treppe. Boah, nee, ist mit dem Fahrstuhl, das hat keinen Bock mehr. Muss mal heilen erstmal. Oh weia, wir brauchen noch ewig. Ich denke mal, das komische Ding wird sich in ein paar Parts erstrecken, das Teil. Oh, Spiegelbild. Da war Spiegelbild, wo? Da, Spiegelbild. Cool. Egal, wir sind auf geiler Mission, wir müssen erstmal heilen. Fahrrad, 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 Fahrrad. Dam, 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 dam. Hallo. Hallo, Milady. Ach ja, ich wollte euch noch zeigen, was ich an Sachen gekauft habe. Wartet. Ich war ja wieder vielleicht einkaufen, weil ich wieder ordentlich Geld gemacht habe. Ne, fangen wir mal hier an. Wir haben jetzt 55 Supertränke, 40 Beleber, 69 Superbälle und 50 Hyperbälle. Ja. Also wir sind gut gerüstet, Pokéball-technisch. Wir können aber mal ganz gucken, was der Markt hier zu bieten hat. Wir müssen sowieso noch unser Eisen verkaufen. Dann haben wir ein bisschen wieder Kohle abkriegen. Hallo, schönen guten Tag. Sonderbonbon Eisen. Ach ja, einen Topschuss habe ich noch gekauft, sehe ich gerade. Was hast du denn im Angebot? Übertränke. Übertränke habe ich noch nicht viele, aber was nicht ist, kann noch kommen. So. Wir stellen uns jetzt vor die Sys Corporation und dann machen wir im nächsten Part da weiter. Oh ne, wir stellen uns hier hin, dann sehen wir aus wie der zweite Türsteher von Team Rocket. Jo Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao!